Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Ich muss mich gerade erstmal wieder daran erinnern, was wir hier machen wollten. Wir wollten irgendwie nach da oben gehen, um die Suche auszuweiten, genau. Ja, ist für mich schon wieder was her, so gefühlt ein Monat. Okay, ja, so lange auch nicht. Nur gefühlt ein Monat. Ja, zwei Wochen. Oder drei. Kommt, glaube ich, hin. Da müssen wir durch. Da gehen wir lieber dem Elite-Vieh aus dem Weg. Denn Elite-Viecher heißen nie was Gutes. Das wird sehr selten was Gutes. Nebenbei, ja, für mich vorgestern, für euch letzte Woche Dienstag, ist der neue Patch online gegangen, wo wir dann endlich die Katar kriegen können. Und ich kaufe sie mir mal auch. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier könnt ihr wunderschön sehen, wie ich die Katar jetzt gekauft habe. Und die schalte ich dann doch mal für mein Konto frei. Yay! Juhu, ich habe Katar für mein Konto freigeschaltet. Das freut mich. Not. Jetzt würde ich die haben wollen. Okay, hier irgendwas finden und identifizieren. Dann machen wir das mal. Schauen wir uns um. Nichts, nichts. Da. Haha. Ach, ich bin so gut darin, sowas zu finden. Hä? Ist da irgendwas angreifen? Oh, ach so, hier. Der Attentäter-Druide, der uns ja schon seit Jahren verfolgt. Uns öfters mal verfolgt. Was der wohl eigentlich will. Hier auf Corellia war auch noch ein Samen, genau. Oh, und das Samen, freue ich mich ja schon wieder. Ist ja echt, die sind ja echt die besten Quests, das Samen zu rufen. Da hatte ich ja bisher immer so meinen riesen Spaß dran. Dann machen wir hier noch mehr Samen zu rufen. Könnt ihr mich nicht einfach alle umbringen? Ganz ehrlich, wer hat diese scheiße diese Samen gehabt? Die war doch mal wirklich hirnrissig. Ah, jetzt verschwindet er. Ein Glück. Ich war nämlich gerade wirklich am Sterben. So. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Ja. Tal der Arbeit. Ich bin mal faul. Weil ich habe genug mit Arbeit zu tun. Wir fliegen einfach mal direkt zum Tal der Arbeit hin. Oder naja, wir teleportieren uns dorthin. Wo wir doch genau sein sollen. Und ich verstehe nicht, warum mein Internet gerade so langsam ist. Ich will mir gerade bei der Virtual Console, bei der Wii, Super Metroid runterladen. Aber das Internet ist so arschlahm. So, kaufen. Ja, das mache ich so und ihr merkt doch schon hier gerade ja auch. Ich weiß nicht, was es ist. Wüsste ich es, würde ich dieses Problem gerne beheben. Ich weiß es aber nicht. Ach, zum Glück geht's hier weiter. Wir müssen dann nach da oben. Da fliegen wir einfach mal direkt hin. Hoffentlich komme ich hier, finde ich mich hier zurecht, weil ganz ehrlich, so auf Corellia. Jetzt, wo ich die Katar gekauft habe, ich könnte mir jetzt so die hässliche Maske des Ausrotters. Sieht echt hässlich aus. Was gibt's denn hier so Neues? Ja, neue Haarfarben. Neue Tätowierungen. Oh, neue Chiss-Anpassungen. Warte mal, jetzt muss ich sogar schon für Anpassungen bezahlen. Ach. Aber wenigstens sind die nicht teuer. Okay, doch, die sind teuer. Chiss-Anpassungen sind teuer. Ich weiß nicht, ob sie es mir wert sind. Menschenhaarfarben. Ja, ich wollte schon immer pink.
Okay, das sollte Melanie freuen. Es gibt anscheinend jetzt vernünftig lange Haare. Aber es sind ja zum Glück nur kosmetische Sachen. Das war auch irgendwie... Stimmt, genau genommen war es ja auch irgendwie klar, dass wir dafür dann doch zur Kasse gebeten werden. Für Umbenennungen, ja. Okay, war auch irgendwie klar. Achso, ja, stimmt, das sind diese Credit-Transfers für alle, die kein Abonnent sind, weil als Free-to-Player kriegt man ja bloß so und so viele. Ach, ich kaufe mir einfach ein paar Kisten. Ich kaufe mir einfach zwei Kisten. Oder drei. Jetzt ehrlich, wofür brauche ich die denn sonst noch? So, gucken wir mal in die Kisten rein. Ja, ich hole erstmal alles raus. Was ist denn das? Da ist auch noch was drin, ne? Okay, ja, das hat sich gelohnt. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ja, hat sich total gelohnt. Was haben wir da? Holoprojektor, tarn dich als Hologramm. Okay. Wuhu, ich bin ein Hologramm. Das wollte ich schon immer mal sein. Das sind ein paar Rufpunkte, okay. Die Handgelenkschützer, ja. Die sind, ja. Ah, hier noch ein paar Rufpunkte für das Schmugglerzeugs. Warum klappt gerade hier so komplett das Internet nicht vernünftig? Aufgeladenes Lichtschwert des Eroberers. Ach, naja. Sieht, finde ich, nicht ganz so hübsch aus. Ich mag vor allem diesen Haken da dran nicht. Falls ihr ihn gesehen habt, warte, ich zeige ihn euch nochmal. Hier ist so ein Haken dran. Ich zeige euch mal dieses Java-Gramm, was ich gekriegt habe. Oh, das kann ich sogar öfters benutzen, oder? Ne, doch nicht. Dann seht ihr aber mal hier dieses Java-Gramm. Es möge die Macht mit dir sein. Ja, hat sich total gelohnt, diese Kisten zu kaufen. Vor allem, weil es mein Inventar zumüllt. Warum verarscht mich gerade meine Wii U? Warum? Okay, das muss euch ja nicht interessieren. Da muss ich ja jetzt nicht rumheulen. Wii U, warum? Warum? Okay, jetzt, ich habe mich natürlich wieder gefasst. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass die Wii U mich verarscht, dass ich jetzt gerade... Ganz ruhig, ja, gehen wir wieder zurück zu Star Wars The Old Republic. Ja, ich weiß auch gar nicht, was sonst alles so bei 4.1 dazu gekommen ist. Also ich habe doch bloß irgendwie mitgekriegt, Katar und ansonsten nicht, ja. Ich bin gerade irgendwie so mit sehr vielen anderen Let's Plays beschäftigt. Was mich dann nebenbei auch noch daran erinnert, für alle, die es natürlich interessiert, oder naja, ihr sollt es interessieren, ihr guckt das hier ja schließlich. Ab 1. Juni wird Star Wars The... Oh, scheiße, ich wurde angegriffen. Renn! Wird Star Wars The... Oh, jetzt muss ich auch noch husten. Ja, ab 1. Juni, jetzt werde ich den Satz endlich beenden, wird Star Wars The Old Republic, Macap, sich den Timeslot teilen mit SimCity. Also, die Uhrzeit bleibt gleich, aber ihr kriegt nur noch jeden zweiten Tag Star Wars. Am anderen Tag kriegt ihr nämlich SimCity. Warum mache ich das, fragt ihr euch jetzt? Ja, ganz einfach. Ich zieh demnächst um, so Mitte Juni, Ende Juni. Und ich weiß da nicht, wie es dann so schnell mit dem Internet geht, ne? Des Weiteren sind dann Ende Juli Klausuren. Und da weiß ich dann nicht, und das ist dann einfach für mich praktischer, weil ich da nicht so viele Let's Plays machen muss. Ich möchte euch ja natürlich noch kontinuierlich immer neuen Content bringen, weswegen ich dann hier auch versuche, schon mal bis August vorzubereiten.
Einfach damit ich mich komplett darauf konzentrieren kann und ihr dann trotzdem die ganze Zeit noch Star Wars euch anschauen könnt. Dann werdet ihr natürlich nicht sehr viel neue Content-Sachen sehen, aber ich denke, wir haben hier noch genug Content, den ich euch zeigen kann. Ah, da oben. Und ich spuck gerade auf meinem Wii U Gamepad. So, identifiziert. Und wir müssen wieder zurück. Nebenbei, wo ist der doofe Samen? Ah, also werden wir im nächsten Part den Samen suchen. Fehler. Ich glaube echt, irgendwie heute verarscht mich mein Internet. Das ist nicht die Wii U, das ist mein Internet. Muss ich mit leben? Kann ich halt noch nicht Super Metroid spielen. Was eigentlich sehr schade. Moment, wie komme ich hier wieder weg? Nein, hier kam ich nicht weg. Ich muss wieder nach oben. Ach, warum kann ich mich nicht nochmal teleportieren? Achso, ich habe noch 200 Marken. Ich könnte mir natürlich hier die neuen Menschenfrisuren, aber ich spiele ja nie Mensch. Gelten echt nur für Mensch, oder? Zwei Frauenfrisuren, eine Männerfrisur, die da. Das ist wahrscheinlich die andere, oder vielleicht ist das auch die neutrale. Ich denke, die kann ich mir dann aber auch, bin ich schon wieder vorbeigefahren? Na, da. Irgendwie reagiert das gerade nicht so dolle. Ja, die kann ich mir dann natürlich, glaube ich, auch im Markt kaufen. Und das werde ich auch, glaube ich, eher machen, anstatt hier richtiges Geld dafür rauszuhauen. Weil die Chiss zwei neue Hautfarben und zwei neue Haarfarben. Okay. Nee, ich will keinen Chiss mit pinken Haaren. Nee. Nee, ach ja, genau, das noch das andere Weite ist. Färben. Man kann jetzt auch seine Sachen färben. Och, ja, komm, warum kaufe ich mir nicht auch noch das Färbemodul-Kit? Ich meine, so schnell wird da sowieso nichts mehr Neues kommen. So, Färbemodul. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich das anbringen kann. Das ist blassgrau, dunkelgelb. Okay, da ist ein Farbmodul. Das könnte ich hier rein tun. Aber will ich das wirklich in der Farbe haben? Ich weiß ja nicht. Ah, da kann ich es mir auch zeigen lassen. Ja, nee. Verdammt, ich bin schon wieder falsch abgebogen. Ich sollte mich mehr hier darauf konzentrieren, dass ich richtig fliege und dass wir hier zum nächsten Punkt kommen, als dass ich hier irgendwie über den Kartellmarkt rede. Aber der soll ja... Was ist denn hier diese Sammlung? Ach, da wird mir angezeigt, was ich alles gekauft habe und so. Interesting. Was ich alles besitze. Ja, ich kann mich nicht daran erinnern, da entlang gefahren zu sein. Da ist auch der Bahnhof. Das habe ich euch ja gesagt. Hier ist ja das Coole und das zeige ich euch jetzt auch in diesem Part noch. Ganz zum Schluss. Das Coole an Corellia ist nämlich, wie man hier fliegt, in Anführungszeichen. Ah. Seid gespannt. Willkommen. Bitte wählen fahren Sie jetzt, fliegen jetzt hier rüber. Juhu, wir sind in einem Zug. Wir sind hier einfach in einem Zug und wir fahren hier rum. Das ist an sich echt cool. Ich meine, da kam irgendwie bisher noch nie jemand auf die... Auf sowas kam bisher noch keine anderen Spiele so richtig auf die Idee. Und ich meine, teilweise bei WoW, vor allem wenn es so mit Gnomen oder so zu tun hatte, hätte es sich ja angeboten. Ist ja nur halt schade, dass das hier nicht wirklich so ein Open-World-Planet ist, wie beispielsweise Tatooine. Naja, Tatooine ist auch nicht ganz Open-World, man hat ja auch diesen kleinen Bereich und dann hat man diese Anfangsteile von Republik und Imperium, wo die anderen nicht hin können. Und dann hat man dieses große Gerät, aber naja. Und vor allem hier so bei den Stadtplaneten, aber gut, das macht auch irgendwie Sinn. Weil ich meine, die Städte sollen ja auch groß sein. Und wenn ich mir überlege... Warum geht das mit der Karte immer so spärlich? Wenn ich mir überlege, guckt euch das Große hier an. Und hier dauert schon teilweise sehr lange, sich zu bewegen. Warum soll jetzt hier ein Ladebildschirm kommen?
Heute verarscht mich echt nur mein Internet. Scheiß Technik. Gut, wir müssen natürlich noch weiter. Wir sind jetzt hier im Axialpark. Ja, ich glaube, wir gehen zuerst zum Zoo. Gab es da nicht irgendwie eine Quest? Wo man irgendwie die entlaufenden Zootiere töten musste oder einfangen musste oder so? Ach, keine Ahnung. Kann sein, aber es ist auch bei mir schon wieder sehr lange her. Wenn ich mir gerade überlege... Ja, Damao hier ist jetzt seit über einem Jahr Stufe 50. Okay, jetzt ist er 54. Aber ja, ich habe so 20. April angefangen, so um den Dreh. Gerade am Anfang des Semesters. Und... Boah, jetzt gerade habe ich 16. Mai. Und ich glaube, ich habe nicht... Verdammt, da war kein Eingang. Und ich habe, glaube ich, nicht ganz so lange... Ja, knapp einen Monat habe ich, glaube ich, gebraucht. Also, Pi mal Daumen passt das. Ja, ungefähr Pi mal Daumen. Dann kam Avengers in die Kinos. Da war ich auf jeden Fall schon Level 50. Und habe natürlich... Und habe da wie blöd gefarmt, weil ich... hier diese wunderschönen Miraluka haben wollte. Mann, hab ich wie blöd gefarmt. Ja, ihr merkt, ich... Ah. Ich öffne mal wieder verdammt oft die Karte. Das ist natürlich schon euch gewohnt, ihr kennt das. Wenn ich das jetzt nicht machen würde, dann würdet ihr denken, ah, was ist denn los? Er öffnet die Karte nicht, das ist irgendwas Besonderes. Aber nein, dem ist ja so nicht. Es ist nichts Besonderes. Wir gehen jetzt bloß hin, um hier im nächsten Part dann den verdammten Samen zu suchen. Ja, und dafür nehme ich mir echt einen ganzen Part. Mal gucken, vielleicht finden wir den ja ganz schnell. Ich glaube nicht. Da sind noch ein paar Viecher. Ja, stimmt, hier, die muss ich irgendwie angreifen oder so. Aber ich muss irgendwie in die Mitte reinkommen. Sieht gut aus, das ist so ein bisschen kaputt. Ach, ich kann hier nicht hochspringen, ist ja doof. Ich schaff das? Okay, ich schaff das nicht. Die sind aggressiv. Mal gucken, wenn ich mich hier am Rand... Ah, fahren, hab ich mich runtergefallen. Und nochmal. Diesmal ohne runterfallen. Hier am Rand. Perfekt. Hier rein und... Oh, Glückspilz. Bist du wirklich so ein Glückspilz? Aber ich weiß auf jeden Fall, dich will ich nicht angreifen. Und hier müssen wir den Suchdroiden suchen. Suchen lassen. Aber das machen wir im nächsten Part. Also, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir. Bis dann!